Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, was das Internet so hergibt. Und ich muss diesen verschissenen Namen mal ändern. Wir spielen heute. Ich muss mir echt mal irgendwo die Namen aufschreiben, warte, steht hier bestimmt irgendwo. Ich glaube, Who Must Die. Es ist wieder ein Free-to-Play-Game. Ich habe das. Ich weiß nicht, von wo ich das habe, schon eine ganze Weile her. Aber es ist mit Unreal Engine 4 gemacht. Es hat eine mega geile Grafik. Ich habe es mal angetestet. Sieht mega nice aus. Ist von irgendwie drei Game-Designer-Studenten und sowas. Und sowas sage ich nur, weil ich nicht weiterreden will. Okay. Alles klar. Ja, wir fangen einfach mal an. Your replacement, Doctor. During your replacement, you must choose which patient was mentally ill. Indeed, there is a patient who is contaminating other healthy people. To choose which patient must die, you have access to a previous doctor note. Moreover, you have three cameras where you can see different stimulated reactions. I hope you will do a good job. Thank you, thank you. If you find a gun, don't panic. The previous doctor emptied it for safety reasons. Press action to continue. Oho, let's go. Also wir sind irgendwie so ein Ersatzarzt. Warum ist es so fucking dunkel? Ich sehe nichts. Sieht man da was? Ne, in der Aufnahme sieht man auch nichts. Oh, das ist geil. Hallo. Gut. Ah. Ah. Was? Nein. Jetzt schon. So, also der Typ kommt aus Rochdale. Kann ich. Ne, kann ich irgendwas anderes machen? Irgendwie in ihre Akte reinschauen oder so. Und er kommt als. Hey, wo ist Rochdale? Wahrscheinlich irgendwo in Großbritannien, oder? Hört sich so an. Ashworth Hall. Bamford. Doch, das ist bestimmt Großbritannien. So. Symptoms List. Rage and Violence. Contamination. Fragezeichen, Fragezeichen und nochmal Fragezeichen. Okay, zwei Symptome müssen wir also herausfinden. Alter, die Bewegungsunschärfe. Es gibt, glaube ich, gar keine Bewegungsunschärfe. Nee. Meine Augen sind einfach beschissen. So, eine Waffe. What? Do you really want to kill yourself? Yes. Nee. Oder? Nee, noch nicht. Vielleicht machen wir das einfach am Ende. Kann ich mich ducken? Kann ich springen? Nee, ich kann nix. Was steht hier? It seems like music. Calm infected patient. Aber was für eine Musik? Was ist da durchgestrichen? Ich sehe am Ende ein M. Daneben vielleicht ein I. Aim. Game. Leg meine Eier. So. Haben wir. Ja, da will ich erst am Ende. Ich glaube, da geht die Action ab. Besser gesagt, ich weiß, dass da die Action abgeht. Achso, hier sind die Akten. Name Zenward. Patient number 3. Age 25, surname Quentin. A town, oder surname, was ist surname, Alter? Town Haywood. Due to quarantine, his wife beat him and he became crazy on highway. Alles klar. Der Typ sieht übelst crazy aus irgendwie. Aber der sieht auch sympathisch aus. So. Hansotte Joachim, age 27, town Graveldole. Due to quarantine, just looking weird. Ja, der sieht Standard aus. In meiner Uni sieht jeder zweite so aus. Hermans, age 22. Was? Iluan ist sein Nachname. Und er kommt auch aus Rochdale. Kommt er eigentlich auch? Ne, der kommt aus Quentin. Ne, nee. Der kommt aus Haywood. Der hieß Quentin. Due to quarantine, were killed in public and. Also für alle, die es nicht wissen, killed sind diese schottischen Röcke da. Und der hat. Ja. The dangerous infection spreads only a day. Wer ist das? Sind wir das? Ist das unser Mann? Vielleicht sind wir ja eine Frau. Oder vielleicht sind wir ein homosexueller Mann. Kann doch auch sein. So, was gibt's hier? Sand Guardian. 1, 2, 3. Okay, Cam. Ne, Room 1. Korridor. Oh, Room 2. Guardian. Ah, oh, wir können den Guardian auch beobachten. Und Room 3.
Okay, das kann ich irgendwie nicht benutzen. Send Stimulus. Music. Calm. Heart. Send Stimulus. Was? Exciting. Das steht echt Exciting Gas. Okay. Und Calm. Was ist das? Licht. Okay. Was stand da nochmal? Warte, 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 warte. Es gibt zur Auswahl. Zur Auswahl gibt es Music, Calm und Heart. Weil, ach, ich brauche gar nicht dahin gehen. Weil am Ende ein M steht, nehme ich mal an, dass der. Wird er da aggressiv? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Also, beruhigende Musik beruhigt den Patienten. Okay. Der, Alter, der sieht komplett verrückt aus. Er sieht normal aus. Ja, meistens sind es auch die, die wirklich normal aussehen, die komplett behindert sind, also psychisch behindert, also nicht behindert, sondern psychisch gestört. So wie ich. Stimmt halt echt. Ich habe echt psychische Störungen, aber juckt ja nicht. Juckt ja nicht. Weil du musst ja nicht mit mir zusammenleben, ne? So, machen wir mal hier. Exciting Gas. LOL! LOL! Was macht der denn? Alles klar! Der läuft einfach. Boah, ich dachte, der ist verschwunden. Warum höre ich nichts mehr? Ich will was hören. Ich will Musik. Ich will Musik, hallo? Und der chillt einfach sein Leben. Ja, jetzt ist alles wieder normal. Jetzt, okay. Also dieses Exciting Gas macht alle verrückt irgendwie. Außer den. So, das ist mein... also ich meine, das wäre viel zu obvious, dass der das ist. Oder vielleicht denken die, dass wir denken, dass es obvious ist. Und deswegen ist es der am Ende doch. Oh. Sense Team... Calm. Was ist es denn? Es ist Calm. Ach, Gas auch, oder was? LOL! Das ist Schlafgas. Ach du Scheiße. Jetzt erstmal rein und vergewaltigen. So. Erstmal gehen. Tschüss. Schade. Hätte klappen können. Mein Gesicht ist nicht an einer beschissenen. Nee, ist nicht. Ich dachte gerade. Musst du nochmal. Läuft die auf? Ja. Wäre bitte, wenn sie jetzt nicht gelaufen hätte. Sense Stimulus machen wir mal. Die sind alle normal, ja. Machen wir jetzt mal Hard Music. Und der geht ab. Das beruhigt den sogar. Der so, oh meine Ohren. Und den juckt es gar nicht. Der so, ich bin taub. Ich höre eh nichts. Okay, alles klar. So, was machen wir mit Calm Music? Der tanzt, der denkt, der wäre Dirigent oder sowas. Obwohl hier. Ne, es sind zwei Instrumente, okay. Oder? Es ist nur eins. Es sind. Ich hab's nicht ganz rausgehört. Der eskalierte, oder? Machen wir nochmal. Also die beiden werden irgendwie calm, okay? Die chillen ihr Leben und der. Ist die Frage ist halt, was der macht. Weil wenn der jetzt auch calm bleibt, dann bringt diese Note halt null. Bei dem war das aber auch bei der anderen Musik so, dass er so gechillt hat. Ich habe halt keine Hints mehr. Machen wir mal Licht aus. Warte, warte. Warte, warte. Warte, ich mach mal kurz ein bisschen lauter. So. Es wird nicht lauter.
I want to live. I need to live. Er hat aufgehört zu reden. Rede mit mir. Hier hast du Licht wieder. Hey, geht's allen gut? Warte, warte, ich mal Licht aus. Please. Please. Jetzt fängt's wieder von neu an. Let me out. I'm begging you. I'll give you anything. Please. Auch das, was ich will. Jetzt ist halt echt laut. Also auf meinem Ohr. Aber nur auf dem. Ne, auf dem anderen nicht. Was macht eigentlich der Guardian, Alter? Ich schick den mal in die 3. Ich schick den mal in die 3. Was jetzt passiert? Korridor. Ah, der war die 3. Ich weiß gar nicht, wohin ich den schicke. Ich schicke den einfach irgendwo hin. So. Ah, da ist er. Oh. Oh oh. Okay, der schließt auf immer. Wir schauen einfach beide an. Was macht der? LOL! Der schlägt die einfach. Was hat er denn getan? Okay. Danke. Bester Guardian ever. Guardians of the Galaxy. Jetzt komm raus. Wie lange braucht er denn, um rauszukommen? Hallo? Vielleicht wurde der in der Ecke vergewaltigt. Vielleicht hat er einen Komplizen im Raum. Nee, schade. Ein bisschen Action zumindest. Okay, ich habe keine Ahnung, wer was ist, Alter, ganz ehrlich. So. Oh! Calm in the dark. Ich weiß ja nicht, wer redet. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja, verdammte Scheiße, nicht, wer redet. So. Also. Der hier ist bei jeder Musik calm. Warte mal, warte mal. Lass mich kurz überlegen. Also der ist bei... Den, ich streich den jetzt mal raus, okay? Der hat jetzt Schläge kassiert, das reicht dem. Ist fast so schlimm wie ich sterben. Und die beiden sind calm in der Musik. Einer von den beiden redet. Die Frage ist halt, wer? Kann ich reden? Bitte sagt, ich will reden. Leertaste. Hä? Ja, dann machen wir mal Licht wieder aus. Licht. Hey. Hey. Ja. Vielleicht höre ich die, wenn ich die schlagen lasse. Komm. Geh zu 2. Schlag den mal. Ich will seine Stimme. Ich bin mir sicher, dass es der ist. Also bis jetzt. Es kann sein, dass es der nicht der ist. Ja, es vielleicht der ist. Oder vielleicht ist es der Guardian. Vielleicht da rein. Und dann haben die kurz Klamotten getauscht und der Typ ist raus und tut so, als ob der Guardian wäre. Und dann irgendwann, wenn wir dann irgendwie aufs Klo gehen oder so, dann kommt der rein und ihr wisst, was er macht. Er wischt uns den Popo ab, weil wir es selber nicht können. Er nimmt dann immer so eine Gießkanne mit, wo dann warmes Wasser drin ist und dann schüttet er das auf unseren Arsch, weil das ist ja besser für unseren Arsch. Und dann nimmt er so ein Handtuch. Kein Club. Nein. Handtuch. Und, aber es ist so ein richtig weiches, so ein, aus Seide. Ich glaube, Seidenhandtuch wäre richtig beschissen, aber es ist aus Seide. Und dann wischt er uns damit den, okay, Po ab. So, jetzt. Bitte rede. Rede, während du geschlagen wirst. Was macht der da? Hä? Hä, was? Was hat er da reingesteckt? Hä? 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 Der kommt!
Und der andere so. Und das war's. Das ist sein Schle. Das ist sein Schlagen, Alter. Und die Musik, hier fehlt einfach so Hintergrundmusik. Oder Hintergrundgeräusche, so, keine Ahnung. So von dem Fernseher vielleicht so ein Geräusch oder. Von dem Licht. Also ich weiß nicht, seit wann Lichter Geräusche machen, aber gibt bestimmt welche. So, jetzt geht er wieder. Okay, dann lassen wir nochmal den schlagen, damit, also wegen Fairness und so. Und dann. Und dann entscheiden wir uns und killen irgendjemanden. So, ich schaue nochmal nach. So. Okay. Warum ist da irgendwas durchgestrichen bei dem? Ist irgendwas durchgestrichen. Der hat ein X. Der hat ein I und der hat ein X. Oder? Ne, hinter dem ist irgendwas gezeichnet. Da an seinem Nacken. Hier, schaut mal. Warte, wie soll ich zeigen? Hä? Komm da nicht hin. Warum ist das spiegelverkehrt? So, hier. Da oben. Da. Jetzt, ihr seht meine Hand nicht, aber da einfach hier an seinem Nacken. Hier an seinem. Halt der Maul muss. Okay. Kann ich es nicht, ich habe keine Maus, dass ich es zeigen kann. Ja, es sieht halt aus, wie als wäre so eine Uhr oder so hinter dem. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein Zeichen. I. Steht es für Innocent? Wofür steht dann das X? Für. Keine Ahnung. Ich wollte gerade Xavier Naidoo sagen, aber der Witz wäre einfach so schlecht gewesen, deswegen bringe ich den nicht. Aber ich bringe den trotzdem so. So unterbewusst oder so versteckt, dass der nicht in meiner Seele hängen bleibt. Wurde der schon geschlagen? Ist hier gerade das Licht ausgegangen? Nee. Ja, jetzt geht er mal schlagen, komm. Schlag den doppelt, dreifach. Hallo? Hallo? Ah, okay, der geht wieder. Er brauchte mal ein bisschen, bis der das checkt. So. Ist halt keine leichte Entscheidung, ne? Jemanden zu killen. Vielleicht sind wir der Verrückte. Ich meine, wir lassen Leute schlagen. Ich kann da nichts machen, Mann. Was ist das für ein Müll? Licht, geh aus. Verdammt. Damn you. Damn you, you little fuck. Patient Nummer 2X. Guck, ah. Das hier habe ich gemeint, das hier. Alter, bitte. Rage and Violence. Der ist doch ausgetickt, als wir irgendwas gemacht haben. Nee, ist er nicht. Ah. Ah, okay. Boah, wir haben nichts verpasst. Ich dachte, der wurde schon geschlagen. Ah, der wurde schon geschlagen. Oh, Mann. Dann müssen wir den leider nochmal schlagen lassen. Ah, schade. Schade, Marmelade. Kann ich hier, bitte, lass mich hier raus. Ich wette, am Ende sind wir der Verrückte. Daran habe ich gar nicht gedacht. Also ich bin verrückt, aber der Typ, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Hallo. Bitte irgendwo noch ein Hinweis, der so. Nee. Ne? Nee. Ja, wir müssen noch einmal zuschauen, wie der geschlagen wird und dann. So. Hallo. Muss jetzt warten, bis die neuen Clips eingeladen werden. 3, 2, 1. Jetzt. Ich hab's probiert. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Was hat er da gerade? Hier, was hat er gerade in seine Tasche getan? Ah, okay, jetzt. Ich kann mir halt gar keine so ruhige Phase erlauben, weil es hier keine Hintergrundmusik gibt. Ich hör sogar meinen eigenen PC, obwohl ich Kopfhörer auf habe. Normal höre ich den nie. Nur wenn so. Keine Ahnung, also wenn man wirklich nichts hört. Ah, what the fuck.
Jetzt, boah, perfekt, perfekte Zeit. Okay, das sah gerade leicht merkwürdig da. Ah, ich stecke jetzt dieses Teil in deine Seite. Hast du jetzt, was du wolltest, ha? Du kleiner Pisser. Nein, nochmal, bitte. Mann, oh. Ich wollte ihn doch in den Arsch. Oh Mann, oder in die Nase. Verdammt. In den Arsch. So, jetzt habe ich es ihm gegeben. Ich gehe jetzt wieder. Oh Mann, oh Mann. Mein Arschloch fühlt sich so leer an. Verdammt, was soll ich da jetzt reinstecken? Vielleicht meine Daumen oder mein Knie? Vielleicht auch gleich meine beiden Hände. Ah, vielleicht meinen eigenen Kopf. Ich probiere es mal. Nee, klappt nicht. Schade. Dann bleibe ich lieber bei den Daumen. Oder beim Knie. Ich weiß nicht. Vielleicht doch wieder meine Hände. Ja, die haben bei denen hat es immer. Oder doch der Kopf. Nee, nee. Oder doch die Daumen. Nee, nee, das Knie ist gut. Okay. Also, ich habe nichts gehört. Hier machen wir nochmal Licht aus. Bitte. Machen wir nochmal Exciting Gas. Bitte. Wer ist bei Exciting Gas nochmal eskaliert? Komm schon. Irgendwas. Es geht nichts mehr. Ich muss mich entscheiden. Ich kann ihn nur noch schlagen lassen. Aber ich weiß nicht, wie oft ich das noch machen soll. Verdammt, ich denke, das ist der zweite. Weil der ist bei dem Exciting. What the fuck? What the fuck? Der ist es. Hä? LOL! Was geht bei dem ab? Der ist es wirklich. Der kommt uns jetzt ver. Oh. Der kommt uns jetzt vergewaltigen. Oder töten. Oder beides. Oh mein Gott. Oder geht jemand schlagen? Ja, wo ist der hin? Wieso hört man keine Schritte oder so? Das würde übel der Atmosphäre helfen. Was ist das? Also das reflektiert irgendwas. Ja, der Typ ist weg. Der Typ, der kommt uns jetzt killen. Ciao. Ciao, Leute. War schön mit euch. Der ist echt der Behinderte. Also das sind nicht wir. Das ist der. Das ist keiner von den dreien. Guck da. Siehst du das X? Siehst du das X? Die beiden kommen alle aus da und da ist das X. Heißt, hier schon Fragezeichen. Detektiv Musti ist wieder am Werk. Und der Typ kommt nicht. Und er kommt nicht. Sagen wir mal, der soll an die 1 schlagen kommen. Hat er doch so gerne gemacht. Hallo? Licht aus. Bitte. Der ist es, ich weiß es, aber ich kann da nichts machen. Ich kann den nicht töten. Bitte. Blaze. Was macht der denn da, Alter? Der ist voll der Nette und der überlegt sich immer noch. Wen ich den wohl als nächstes töten kann. Wo soll ich die denn verstecken? Unter der Decke? Ich glaube nicht. Nee, vielleicht auf dem Boden. Nee, nee. Oder doch? Unter der Decke? Ja. Nee, doch nicht. Vielleicht auf dem Boden? Nee. Jetzt hallo, komm. Hallo? Ich will nicht Hilfe. Ich weiß, dass es der ist. Ich kenne mich jetzt selbst. Dieses Let's Play oder dieser Test muss auch irgendwann zu einem Ende kommen. Deswegen auf Wiedersehen.
Verdammt, das war falsch. Thank you for having played the game. Antoine Gargasson, Eloan Armand, Joachim Hansotte, Ilan Lecor und Quentin Thevenard. Stay tuned for final version. Ich starte mal nochmal und dann kill ich einfach mal alle. Okay? Ich muss es einfach rausfinden. So. Games, Wario. Schnauze, Spiel, komm. So. Jetzt kill ich. Also ich wäre ja für den zweiten gewesen. Mal schauen. Da, der ist es. Yes. Hä? Das ist nicht der Verrückte. 100 Pro ist es nicht der Verrückte. Gehen wir den nächsten. So. Ah, der war's. Der war's. Hä? Deswegen ist da ein X. So einfach, Alter. Da ist einfach so ein X, der so hier kill mich. Gut. Also, ich sitze ja richtig niedrig, Alter. Also, ich sitze halt nicht richtig behindert. Egal. Leck mein Eier. Es ist jetzt schon zu spät. Ich sitze 26 Minuten schon so da. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir. Ja, ey, Kleiner. Nee. Pass auf dich auf und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und ja, sei beim nächsten Mal wieder dabei.